Herzlich willkommen. In diesem Video geht es weiter in der Serie der Gemeindeporträts. Und zwar geht es diesmal um die Gemeinde zu Smyrna. Smyrna ist die türkische Millionenstadt Izmir heute. Und diese Gemeinde, sie ist ein Symbol für die Märtyrerkirche. Für die Märtyrerkirche der ersten Jahrhunderte, aber auch für alle verfolgten Christen bis zur heutigen Zeit. Und diese Gemeinde, sie bildet ab, wie die Christen verfolgt werden. Und Jesus, er lässt ihr ein Schreiben zukommen, wo er viel Ermutigung gibt, Lichtblicke für die Zukunft und er sagt auch etwas über den Gemeindezustand. Und er sagt Folgendes: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Jesus möchte damit sagen, alles fängt mit mir an und alles endet mit mir. Ich habe in allem das letzte Wort. Ich habe das gute Werk der Erlösung in euch angefangen. Und ich halte euch fest und bringe euch sicher bis ans Ziel. Ich habe den Tod besiegt. Ehe es den Tod gab, war ich schon. Ich war selbst tot und bin wieder lebendig geworden. Und Jesus, er möchte der Gemeinde die Angst vor dem Tod nehmen, weil er doch seine Kinder wieder aus dem Grab hervorholen wird. Und Jesus sagt der Gemeinde, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Jesus, er möchte der Gemeinde sagen, dass sie weiß, dass die Verfolgung über sie wegen ihm passiert. Sein Name ist für viele eine Gotteslästerung. Seine Person ist für viele ein Objekt einer Rebellion gegen die Regierungen. Und Jesus sagt, hey, ich kenne dein Bemühen. Ich weiß, dass du meinen verhassten Namen deinen Mitmenschen sagst. Und ich weiß, dass du dich verstecken musst wegen mir. Deine Familien werden auseinandergerissen wegen mir. Deine Liebsten werden auf schmerzliche Weise gefoltert und getötet. Du lebst in irgendwelchen Schlupflöchern der Erde, aber du erzählst den Menschen, dass ich sie liebe. Unter Lebensgefahr erzählst du von mir und gibst ihnen meine rettende Botschaft weiter. Du bist finanziell bettelarm, aber du bist, wie es die Bibel sagt, Arme, die doch viele reich machen. Als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Ihr als Gemeinde seid im Glauben reich. Ihr seid reich in der Beziehung zu Gott. Euer Fokus ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Die zeitlichen Dinge siehst du und du siehst, wie vergänglich sie sind. Aber du siehst auch die unsterblichen Seelen um dich herum, die ohne dein Zeugnis in die Hölle gehen. Und du gehst zu deinen Feinden, betest für sie und erzählst ihnen, dass ich sie liebe. Und dann gibt es die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Im Alten Testament waren die Juden das auserwählte Volk Gottes. Sie hatten den besonderen Status. Sie hatten Gottes Gesetze, Gottes Führung erlebt. Und dieser Status, der hat sich in den Köpfen der Juden so fest eingebrannt, dass sie anfingen, darauf stolz zu werden. Und dieser Stolz, er verführte ihre Herzen. Sie wurden hochmütig. Und dann gesellte sich eine fanatische Gesetzesauslegung dazu. Und als dann Jesus auf diese Erde kam und der Ära des Alten Testaments ein Ende bereitete, weil er selbst die Erfüllung, die Verheißung des Alten Testaments ist, dann waren die fanatischen Juden in ihrer Ideologie gefährdet und sie wurden erbitterte Feinde des Christentums. Und die Bibel sagt, dass es aber auch jetzt nun neutestamentliche Juden gibt. Lass mich es dir mal vorlesen. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, also der Geburt nach, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Der ist ein Jude, der ein Christ geworden ist, der wiedergeboren ist, der neues Leben hat. Und Jesus sagt, dass es Menschen gibt, die der Gemeinde zu Smyrna schaden. Die geben vor, wir sind Juden, also wir sind Christen, aber sind es im Endeffekt doch nicht.
sondern sind Heuchler. Und diese Heuchler, sie verfolgen die Gemeinde. Sie verschmähen und verlästern die Gemeinde. Und Jesus sagt, hey, ihr seid eine Synagoge des Satans. Damit spricht er ihnen die Stellung ab, das auserwählte Volk Gottes zu sein. Und Jesus, er ermutigt die Gemeinde weiter. Er sagt, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Diesen Satz, den kann man in die Welt hinausschreien. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Seht ihr, was für ein Geschenk Gott für seine Kinder hat? Jesus sagt weiter, siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Die Zahl 10, sie schließt einerseits die einstellige Zahlenreihe ab, betritt aber nicht wirklich das Gebiet der zweistelligen Zahlenreihe. Das bedeutet, das Maß der Verfolgung wird sehr groß sein, aber es wird nicht in den zweistelligen Bereich gehen. Es wird nicht in den Bereich gehen, wo es das Durchhaltevermögen der Christen überschreitet. Die Bibel sagt, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Mission und Verfolgung gehen Hand in Hand. Und deswegen sagt Jesus der Gemeinde, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Er möchte damit sagen, liebe Gemeinde, wenn du missionierst, dann stelle dich darauf ein, dass du verfolgt wirst. Aber hör ja nicht auf, denn, dann sagt er weiter, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Du wirst getötet werden als Christen. Ihr werdet auf grausame Weise ermordet. Aber es gibt etwas Schlimmeres als einen leiblichen Tod. Es gibt den zweiten Tod. Und was ist der zweite Tod? Da sagt die Bibel, es ist ein See, der von Feuer und Schwefel brennt. Es ist die Hölle. Und die Leiden, welche in der Hölle sind, die sind unvergleichbar schlimm mit den Leiden auf dieser Erde. Die Leiden auf dieser Erde sind ein Kinderspielzeug dagegen. Und Jesus, beziehungsweise die Bibel, sagt an einer Stelle, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn das Leben auf dieser Erde schon erfüllt ist damit, Christus zu dienen und vor allem Christus zu lieben, wenn die Liebe des Lebens Christus ist, dann ist das Sterben kein Schreckensgespenst, dann ist das Sterben der Zeitpunkt, wo man Jesus endlich mehr lieben kann. Dann ist das Sterben nicht der Todespunkt, sondern der Zeitpunkt des Geburtstages. Dann ist das Sterben der Erfüllung der innigsten Wünsche. Christus zu lieben ist das Höchste und das Einzige, was einen Menschen befriedigen kann. Und Jesus, er gibt diese Liebe in den Menschen hinein, wenn er ihm ein neues Herz schenkt. Und so möchte ich dich auch ermutigen heute. Nimm Jesus in dein Herz. Lass ihn mit seiner Liebe dich bestimmen. Und dann kannst du auch diese Ermutigung der Gemeinde annehmen. Fürchte nichts, sondern liebe nur. Gott segne dich.